Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, diesmal mit folgenden Themen. Interview, Axel Kruse trifft Marcel Ceng. Heimspiel, Frankfurt gegen Fortuna. Und Porträt, Karim Mahmoud im Blickpunkt. Nicht nur für den Trainer war es der dritte Aufstieg. Auch Marcel Ceng erlebt in diesem Jahr sein ganz persönliches Triple. Aufgestiegen mit Gladbach, Augsburg und jetzt eben Berlin. Immer zusammen mit Jos Luhukay. Axel Kruse traf Luhukays Musterspieler vom Heimspiel gegen Aue. Marcel, dreimal bist du jetzt aufgestiegen mit Gladbach, mit Hertha jetzt natürlich und mit Augsburg. Welcher Aufstieg war denn der schwierigste? Es hatten alle ihre schweren Phasen durch die ganze Saison weg. Aber ich würde behaupten, dass von Grund auf hier in Berlin es am schwersten war, von Beginn an. Wenn du jetzt alle drei Aufstiege sind mit Jos Luhukay gemacht, du bist, ich nenne dich jetzt mal den Lieblingsspieler von Jos Luhukay. Was zeichnet ihn eigentlich aus? Weil alle sagen, der Aufstieg eigentlich der Vater des Erfolges ist Jos Luhukay. Ja, das kann man so sehen. Ich denke, dass auch gerade hier in Berlin viel Unruhe herrschte. Keiner wusste genau, wo es hingeht. Viele haben jetzt erwartet, dass ein Star-Trainer kommt, der wieder sehr polarisiert. Und waren dann mit der Entscheidung, dass man Jos Luhukay nach Berlin holt, ich glaube eher skeptisch dem gegenüber. Und ich denke, es war jetzt rückblickend auch für viele, die kritisch dem gegenüber standen, doch genau die richtige Wahl. Und ich denke, durch seine Beständigkeit hat er den Verein wieder in die erste Liga geführt. Ich habe es gerade gesagt, du bist der Lieblingsspieler von Jos Luhukay. Du warst in Gladbach mit dabei, du warst in Augsburg mit dabei, jetzt hier bei Hertha. Wie oft musst du dich denn mal in der Kabine ein bisschen verarschen lassen? Der Liebling vom Trainer? Das ein oder andere Mal kommt halt so der Spruch, was machen wir heute? Du musst doch schon wissen. Und oder was hat er denn beim Abendessen gesagt? Wie spielen wir am Wochenende und sowas halt. Aber damit kann ich ganz gut umgehen. Ich denke, wenn die Leute die Sprüche halt hinterm Rücken machen, wäre es schlimmer, als wenn sie es vorne rum machen. Personalsorgen bei der Eintracht vorm Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Oka Nikolov plagen Leistenprobleme, noch ist unklar, ob der Vertreter von Kevin Trapp rechtzeitig fit wird. Auch Sebastian Jung und Marc Stendera sind angeschlagen. So oder so, die Eintracht hat was gut zu machen nach der 0-4-Pleite in der Hinrunde. Gegen die Fortuna wird er wieder alles geben, wenn Karim Mahmoud denn ran darf. 23 Spiele hat der Algerier in dieser Saison absolviert, dabei ein Tor erzielt. Doch am Ende zählt erstmal nur der Erfolg der Mannschaft. Ich versuche einfach zu kämpfen für diesen Verein. Ich bin da und der Vertrag und einfach jede Minute, wenn ich spiele, alles zu geben. Und wir haben ein gemeinsames Ziel, die ganze Mannschaft. Und wenn ich kann diese Mannschaft helfen, an diese Ziele nahe zu kommen, dann ich freue mich darauf. Seit 2011 spielt Karim für die Eintracht. Und nächste Saison? Sein Vertrag läuft aus. Der Kicker meldete bereits, Hertha habe Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler, der ablösefrei zu haben ist. Die Eintracht hat scheinbar wenig Interesse, Karim zu halten. Wir werden sehen, was passiert in die Zukunft. Also ich habe gesagt, Frankfurt wird mein erster Ansprechpartner und wir werden sehen, ich habe auch andere Anfragen, aber wir werden sehen, was passiert. Es soll auch Anfragen aus Frankreich geben für Mahmoud, doch die Bundesliga ist sein zweites Zuhause geworden und das soll auch so bleiben. Also ich fühle mich wohl in Frankfurt, ich fühle mich wohl in Deutschland insgesamt, ich bin da seit 10 Jahren jetzt und ich fühle mich fast halbdeutsch jetzt. Hallo Hertha-Fans, wenn ihr die zwei Karten gegen Cottbus gewinnen möchtet, beantwortet einfach folgende Frage. Für welches Land bestritt Marcel Ceng 5 Länderspiele? A. Kamerun oder B. Nigeria? Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 8. Mai per Mail an die Adresse gewinnspiel@spielzug.com. Spielzug wünscht viel Glück!